Nach rund 2 Jahren Bauzeit ist das neue Verwaltungsgebäude des Landkreises Waldeck-Frankenberg am Südring nahezu fertiggestellt. Der neue Komplex wird die Fachdienste Gesundheit, Jugend und soziale Angelegenheiten beherbergen. Es ist aber auch durch frei werdende Kapazitäten im Kreishaus ermöglicht, viele Fachdienste der Kreisverwaltung künftig räumlich wieder stärker im Behördenviertel am Südring zu vereinigen. Die offizielle Einweihung soll bei einem Betriebsfest im Sommer gefeiert werden. Ab Mitte April starten jedoch bereits die Umzüge in das neue Verwaltungshaus, das sich direkt neben dem Korbacher Kreishaus befindet und in das der Landkreis rund 16,5 Millionen Euro investiert hat. Was rückseitig ist, sodass wir da auch sehr digital arbeiten können, wie der Landrat das eben schon gesagt hat, der entsprechende Videoschalten oder so alles vornehmen können. Wir befinden uns jetzt hier im Fachdienst Gesundheit. Da war es, ist immer gleich, jede Etage ist vom Aufbau gleich, aber Fachdienst Gesundheit hat 2 Besonderheiten. Wir haben hinten ein Labor. Dort der Zahnarztstuhl im Fachbereich Gesundheit sorgte natürlich für großes Erstaunen und Erheiterung. Dieser Stuhl dient ausschließlich der Voruntersuchung, zum Beispiel bei der Einschulungsuntersuchung. Hier wird keine Behandlung durchgeführt, sondern lediglich kontrolliert.